So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe das Crit-Burst-Bild gebaut. Wir critten einmal und dann critten wir unendlich oft hintereinander und gewinnen. Meistens. Also, wir haben hier den Catfish. Wir spielen ein Normal Game, das heißt, wir testen ein paar Dinge aus. Wir nehmen mal die kleinen Bootsen. Die kleinen Bootsen mit... Ja, mit ein bisschen Damage. Ich glaube, ein Damage-Bild ist das... Ach Mann, jetzt kriege ich hier nur Poison. Damage-Bild ist das, was wir brauchen, worüber wir uns freuen. Und was uns natürlich geisteskrank glücklich macht. Okay. Backpack Battle Brawl. Backpack Brawl ist das. Backpack Brawl ist das von Backpack Battle. Das haben wir aber nur so genannt, weil man ein Inventar-Management betreibt. Oder betreiben muss. Mach mal ein bisschen den Game Sound leiser, ne? Ich sehe das gerade, dass das bei OBS überhand nimmt. Überhand. Oh, ein Income ist early. Pretty damn good. Machen wir mal. Und dann gehen wir auf Skills. Your small weapons. Your weapons. Guck mal, dann versuchen wir mal nur kleine Waffen zu gehen. Und versuchen die Leute mit kleinen Waffen festzunageln. Leute. Ist sehr ähnlich. Aha, okay. Hab trotz 8 Stunden Schlaf echt mies gepennt. Und weiß den ganzen Tag schon nicht, wohin mit mir. Ein bisschen eine gute Ablenkung. Anime Niveau, willkommen. Ach du. Der war sehr aggressiv hier. Ja, wir sind hier. Ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich überhaupt streamen konnte. Ich, manchmal sage ich ja, ey, wir streamen nicht. Weil ich einfach legit nicht weiß, ob wir streamen. Und man. Leute, ich hätte mir das gerne nochmal. Aber heute hat geklappt. Danke geht raus an Raphael von Build a Rocket. Er hat uns das hier erneut ermöglicht, dass ich vor dem Event-Stream nochmal meine Sucht ausleben kann, indem wir streamen. Und das wird schön. So, jetzt habe ich schon wieder sofort Bock auf ein Single-Target-Damage-Bild. Instant Bock. Wir können aber das Netz erstmal nehmen, würde ich sagen. Nehmen das Netz und erweitern unser Leben mit Piranhas. Piranhas sind ja eigentlich ziemlich cool. Wir sollten ja einfach ganz viele Piranhas haben, die dann ganz hart critten. Ein pure Piranha-Bild. Und dann haben wir... am besten sehr viel Aquatic. Aquatic Shit. So, the first time your opponent fall. Oh, das ist ja eine übelste Steigerung. What the fuck? Das wusste ich nicht, dass das so schnell hochgeht. Okay, also wir haben guten Damage. Wir brauchen nur mehr Aquatic. Vielleicht spielen wir ja mit einem Ball oder sowas und versuchen aber die ganze Zeit hier die Piranhas hochzuleveln. Die wir ja in Massen haben wollen, grundsätzlich. Die wir auch spielen müssen, sobald wir sie besitzen. Weil das Ding hier sorgt ja für gute Damage-Steigerung. Es ist immer noch, finde ich, eins der schlechteren. Also das sollte plus 5 mindestens sein bei Gold. Kann mir jemand mal sagen, mit wem maximal keine Peter machen? Also es ist recht groß, Leute. Also es sind wirklich viele. Das bedeutet, wir haben, ich hoffe, ich kann sie alle aufzählen. Wir haben Leon von Bonjour, Maxim Markov. Dann haben wir Papo, Gnu, Baso. Ja, und jetzt schäme ich mich. Jetzt schäme ich mich dolle. Henne und ich haben beide Puffer-Bild gezeigt. Ja, das war nicht geplant. Das war wirklich random, Leute. Das war wirklich random. You have to believe. Believe.
Me. Believe. My fire. Get a non-weapon. Nee, wir wollen Weapon. Wir wollen viele kleine Waffen. Das Ding mag ich. Das Ding mag ich. Das ist auch eine kleine Waffe, aber die ist komisch. Und das Ding wird auf jeden Fall reloaden. So, wir haben nur ein bisschen Crit Chance. Und das Ding ist eigentlich ganz cool. Poison Item. Ne, wir machen jetzt den Dangerous Path und nehmen XP und Geld. Ja, so ein Level Up wäre gut gewesen. Ich glaube, das ist ein Save Lose. Mal gucken. Gibt es einen Tweet oder sowas, den man halt anpinnen kann? Tatsächlich ist da sehr wenig Social Media auf Twitter verkauft worden. Was ich nicht schlimm finde. Was ich eigentlich nicht gut finde. Und wir haben ja eigentlich nur Stories eher von den anderen. Ich glaube, bei Gnu ist es probably am besten. Wenn ihr bei Gnu guckt. Weil sie hat da die meisten Tweets zugemacht. Und deswegen auch die meiste Ahnung. Ja. Das ist so der Plan. Was hat es mit der Nacktkatze auf sich? Das ist die Katze meiner Mitbewohnerin tatsächlich. In Berlin. Ich habe eine Berliner Wohnung. Aber da bin ich jetzt sehr selten gewesen, Mann. Ist Henno dabei? Nee. An Henno hätte ich mich auch erinnert, glaube ich. So. Ja, die Server, Leute. Die Server sind wieder. Und Abenteuergilde. Mhm. So, wir müssen ganz kurz hier ins Medien. Nö, jetzt geht's. Fuck. Eine Sekunde länger. Das wäre gut gewesen. 5 Engel. Ja, 5 geht hier nur so semi-gut. So, leftmost weapon. Ja, wir wollen auf jeden Fall die Piranhas an ihr Limit bringen. Your weapons gain damage per level. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir wollen eigentlich die Piranhas hochleveln. Weil es gibt so ein Item, das kann man kriegen von NPCs, die dieses Item sagt, dass du... Oh, wir haben jetzt mal mehr Piranha mehr. Ey, wieso hat der... Hä, wieso hat der nichts gefangen? Ah doch, der hat gefangen. Hier ist er. Ups. Es gibt so ein Item, das sagt, Diamond Tier Small Items kriegen 30% Cooldown Reduce. Was geisteskrank ist. So. Small Weapons. When you slow. Items haben mehr Crit. Let's go. So, jetzt ist die Frage. Spiele ich das Netz? Aber ich glaube nicht. Wir versuchen trotzdem den Typen zu machen, in der Hoffnung, dass wir seine XP kriegen. Der Dagger hier finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil der mit dem hier gut synergiert. Also gut, ne? Aber jetzt nicht schlecht. Aber wir wollen eigentlich alles, bis auf die Throwing Knives, alles sehr aquatisch halten. Das ist eigentlich so mein Traum. Ah, perfekt. Das ist, wie gesagt, absolut fantastisch. Weapon Skills. Weapon Skills könnte eigentlich sehr gut sein. Yo, all your weapons. Ja, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir einfach Glück. All your weapons ist schon eine Thematik, die wir annehmen. Get an ammo. Get an aquatic item. Das Seil. Das Seil ist ziemlich geil. Würde ich sagen, wenn es wirklich gut wäre. Aber ich glaube, wir nehmen lieber den hier. Wir slowen lieber viele Gegner. Das ist ein Large Item. Large Item gibt es ein paar, die für uns gut sind. Das da zum Beispiel. Das da ist für uns actually nice. Die Höhle auch. Weil die Höhle mag es, wenn wir Dinge verkaufen. Dann steigt der Value der Höhle und wir können das zu einem illegalen Preis zurückkaufen. Wir haben jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Crit. Und darauf wollen wir hinaus. Qualitätskontent. Naja, Qualität ist schwierig.
aber eher so Consistency. Sagen wir mal so. Wir wollen consistent sein. Der hier sieht echt cool aus. So, aber der wird in der. Der wird ja jetzt eigentlich theoretisch tot gecrittet von uns. Wie gesagt, es gibt ein Item, was bei Crit reloadet. Das wäre für uns so der Traum. Dass der immer noch lebt, ist ganz schön anstrengend. So. Das muss er nicht. Bekommt man Bazaar nur über den Kauf eines Founders Packs? Ich glaube ja, aktuell schon, aber irgendwann soll das ein bisschen entspannter sein. Haste und Charge Skills. Ja, Charge haben sie noch gar nicht eingeführt, aber Haste. Wir hasten ja noch nicht so viel. So, der hat uns schon ein bisschen Gold gebracht, ne? Aber der Cooldown ist wirklich abartig schlecht. Wir wollen ja wirklich nur Piranhas spielen. Das ist eigentlich so die Hoffnung. Das ist auch sehr gut. Weil es ja unsere Waffen steigert. Unseren Waffen-Damage. Eigentlich ist das verpflichtend, das Ding zu spielen. Und es ist aquatisch. Und den Stein müssen wir eigentlich auch spielen. Wir machen mal so. So ganz dumm. Das werden wir irgendwann los, aber aktuell gibt uns das sehr, sehr viel Crit. Weil der steigert halt die ganze Zeit unsere Waffen. Ne? Das ist schon sehr geil eigentlich. Und den hier brauchen wir irgendwann auch nicht mehr. Also den brauchen wir jetzt wegen Crit. Na, das ist so das Ding. Und so ein bisschen Friends zu haben, ist auch nicht schlecht. So, den müssen wir machen. Du bist eine Wucht. Oh, das ist aber lieb. Sven! Möchtest du mir einfach nur schwarzen Kaffee? Das wäre sehr lieb. Und was? Irgendwie Wasser oder so. Haben wir noch normales Wasser? Bier wäre geil, ja. So alkoholfreies Bier wäre das Beste. Danke, Sven! Sie machen auch die Messer weg. Ja, die Messer sind richtig geil. Aber du brauchst dafür ein wirklich wildes Setup. Leftmost Aquatic. Ja, ja, jetzt. Oh, Alter, das sind ja mal Upgrades, Bruder. Ja, wir machen jetzt das hier, weil der hier führt uns sehr, sehr schnell zu 100% Crit. Und das brauchen wir tatsächlich. Wir brauchen, so schnell es geht, 100% Crit. So, der Ball. Der Ball ist auch geil. Der Ball wird später übelst krass hasten. Und ich glaube, wir müssen jetzt die hier loswerden. Und spielen jetzt den Ball. Das Ding abzugraden ist Quatsch, ne? So, wir könnten jetzt noch Large Items kriegen. Das ist gut, weil da kriegen wir bessere Piranhas. Und das Ding scaled auch. Kannst du die Scale auf manuellen Fokus stellen? Oh, weiß ich gar nicht. Also die Kamera stelle ich ja, glaube ich, nicht ein. Der YouTube-Stream ist wieder abgeschmiert. Nee, wir haben den gar nicht gestartet diesmal. Was nicht startet, kann nicht abschmieren, sage ich immer. Genau. Deswegen ist das auch nicht schlecht. So, das hier ist eigentlich, der hier ist eigentlich sehr wichtig, damit ich eine Schadenssteigerung habe. Das ist eigentlich sehr, sehr entscheidend. So, wir haben noch keinen Lifesteal oder so. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir halt irgendwie noch HP kriegen. Piranhas sind ja nicht so, die sind ja sehr klein. Sehr klein und verletzlich. So, aber eigentlich hätte ich schon gern nur Piranhas, die die ganze Zeit critten. Geil, Mann. Oh, das ist nicht schlimm. Danke dir. So. Large Item. Das ist gut. Can't afford that. Das ist schlecht.
Ich muss es aber erfordern können, Leute. So, jetzt sind wir schon bei 75% Crit. Also Crit haben wir jetzt fast durchgespielt. Die Frage ist, spielen wir noch mehr Piranhas? Das ist die Frage. Weil die Piranhas haben die Problematik... Also ich muss halt den Cooldown irgendwie runterkriegen von denen. Ne? Das ist eigentlich so das Wichtige. Leute. Ich muss irgendwie... Upgrade your leftmost item. Also die Upgrades sind auf jeden Fall sehr nett. So, das heißt, jetzt haben wir 100% Crit. When you crit, reload another item. Ja, das ist zum Beispiel jetzt sehr interessant. Das ist jetzt mit dem Dagger insane. Wir nehmen jetzt das Ding. Und jetzt können wir das Knife holen. Also erst jetzt geht das. Das ist ärgerlich. Aber wir können wirklich erst jetzt das machen. Wir werden probably jetzt nochmal verlieren. Außer wir haben Glück. Und dann können wir das Messer spielen, Leute. Könnten wir das Messer spielen. Ja, der Ball ist auf jeden Fall sehr schlecht. Aber der kann bis zu 4 Items später steigern. Später. Bis später. Ja, der wird uns aus dem Leben schilden. Und parallel dazu... Ja, wir werden am Gift sterben. Der hat hier ein Survive-Bild. Da bringt uns die Schadenssteigerung nichts, weil er natürlich auch den Schild steigt. So, wir haben nächste Runde ein Piranha mehr, was auch cool ist. Der Ball ist es halt noch nicht, ne? Der Ball ist noch sehr, sehr useless. Das Ding könnte interessant werden mit dem Messer. So, jetzt haben wir noch einen Piranha, aber einen silbernen. Ja, die Bronze-Piranhas sind jetzt actually sehr stark. Nehmen wir den Ball nochmal raus und wir gehen mal Full-Piranha. Der da macht dann recht viel Schaden allerdings, ne? Das Ding ist halt, wenn der zubeißt, zuhaut, zuschlägt, was auch immer. To the left. So. Large Items ist es nicht. Wir nehmen jetzt erstmal so einen Level. Dann machen wir den Schwächsten. Also ich glaube nicht, dass es gut geht. Guck mal, Sven, Winkelzug schreibt, ich hätte auch gerne einen Sven, so mit Motoren und immer voll. Meet me, sagt er. 3,50 die Stunde, Bruder. Das ist ein Schnabber. Das ist auch ein Schnabber. Upgrade your leftmost weapon. Mach mal. So. Ammo-Items. Jetzt kommt's, Leute. Weil das ist interessant. When you crit with an item, reload another item. Das heißt, die Waffe könnte ich jetzt theoretisch reloaden, aber ich könnte auch das kleine Messer finden. Das da ist es. Das ist es, Leute. Das brauchen wir. Frage ist, brauchen wir dann das da noch? Also, pass auf.
to the left of this, ne? Das heißt, das Item, wenn das benutzt wird, wird das ja auch benutzt. Und wir critten ja jetzt schon zu 100%. Also jetzt haben wir theoretisch Burst. Weil die Knives müssen jetzt die ganze Zeit schmeißen. Wir müssen jetzt quasi bloß... Ja. Bloß ein bisschen... muss alles noch schneller gehen. Aber der müsste jetzt die ganze Zeit reloaden, ne? Yo, der reloadet. Der ist tot. What the fuck? Der reloadet halt automatisch. Also das ist jetzt... Das Ding ist sehr, sehr wichtig. Plus, dass wir jetzt halt einen Shitton of Piranhas haben, aber wir können die halt nicht verschmelzen miteinander. Das ist das große Problem, Leute. So, das bringt uns alles nichts. Jetzt Crit Haste. Ja, Crit Haste wäre insane, aber... Das ist sehr RNG-based hier. So, das ist auch interesting. Das ist auch gut. Die Frage ist halt, ob wir das Ding rausnehmen. Oder lieber und das Ding lieber reintun. Oh. Oh, das ist es. Da brauchen wir aber noch Crit-Schadenssteigerung. Das ist wichtig. Puh, es sind ein paar gute Items dabei auf jeden Fall. Weil die beiden müssen wir nicht hasten. Boah, mache ich das statt dem? Ich brauche halt so, ich brauche halt diese Crit-Schadenssteigerung, das ist wichtig. Wir halten das mal alles. Ich überlege auch das hier zu holen. Es gibt auch Crit-Haste. Als Skill. So, und ihr seht, na, wir werfen jetzt halt 100 Mal mit diesem Messer. Und das Messer müssen wir jetzt auf jeden Fall noch steigern. Es steigert sich automatisch ein bisschen. Your weapon gain damage equal to your weakest weapon. Warte mal, was? Boah, das ist übel gut. Ah nee, das ist nur einmal. Nee, das wird reloaded. Stimmt's? Das wird jedes Mal reloaded, oder? Okay, Heal-Item-Upgraden sind natürlich ärgerlich. Medium-Items. Wäre eigentlich gar nicht so scheiße. Underblaster. Buster. Es gibt jetzt so einen Repeater, gibt's noch. Leute. Neben Sextant, nee, der Sextant ist egal. Weil der crittet, der hastet einfach irgendein Item. You'll leave it behind. Someone else finds it. It all works. Good food feeds body and soul. Der Sextant. Hastet einfach irgendein Item. Epic Auto Towers habe ich gestern im Auto schon gespielt, ja. Habe ich schon einmal durchgespielt. Bis zum Endboss. Mal gucken. So, das ist ganz schön langsam. 11 Sekunden. Warum ist das 11 Sekunden? Warte mal, warum ist der so geslowed? Wer war das?
Ach so, der Cooldown ist increased. Ah, das Spyglass, das ist ja übel anstrengend. Der Boss hat 100.000 Leben, mit welchem Bild? Also ich hatte vorne, glaube ich, 500, 500er Katzen alleine. Und dann habe ich das Blumen-Bären-Bild gehabt. Ich habe quasi nur eine Monsterkatze hatte ich gehabt und ein Glas davor und das war's. Und den Rest haben Bären und so gemacht. So, Non-Weapons. Leute, schlage ich zu wenig zu? Das ist irgendwie ein Problem, oder? Ich habe das Gefühl, es ist zu wenig. Haste small item. When you use an adjacent aquatic item. Oh, das ist eigentlich besser, oder? Weil der sagt, wenn ich critte. Aber Aquatic ist ja nicht alles, ne? Eigentlich sind nur die beiden Aquatic. Ah, ist schwer. Außerdem kann ich es eh nicht bezahlen. So, und hier ist das Problem. Also das brauche ich nicht mehr, weil ich habe eine Schadenssteigerung. Diese ganzen Piranhas sind alle nett, aber bringen mir alle nichts. So, das ist gut. Weil das Ding muss ich auf volles Leben kriegen. Das Boot ist viel besser. Ne, ich glaube, wenn der upgegradet ist, also das ist halt immer, wenn wir critten. Und wir critten halt übelst viel. Der macht, also mit Crit geht das viel besser. Ich verstehe noch nicht, warum der leer ist. Weil zählt das Bajonett rein, Leute? Ne, das Bajonett crittet nicht, stimmt's? Scheiße. Der ist auch interessant. When you crit, charge this. Aber ich habe keine Shield-Items, also. Das Bajonett kann ich critten, Leute. Das ist ja ultra kacke. Ja, der wird gleich ausgeführt. Das Ding ist halt, ich reloade sofort. Hier steht, when you crit with an item, reload another item. Deswegen brauche ich das zweimal. Dann würden die sich gegenseitig reloaden. So, das hier ist aber das Beste, ne? The first time you crit each fight, charge an item. Das ist halt, glaube ich, richtig gut. I may be young for a captain, but I've seen my share of storms. My fight isn't with you, but if you insist. Spices nehmen auch Reload weg. Also, naja, so ein bisschen, ja, das recht. Aber er ist auch echt schnell tot. Also. Und die Schadenssteigerung, also das, die Schadenssteigerung ist 124. Das ist mega strong. So, Medium Item, Haste Item kann auch interessant sein. Ach so, ja, danke dir. So, wir können noch ein Level abnehmen. Aber ich würde eh ein Level abkriegen. Und Level 10 kann ich irgendein Item upgraden, ne? Ich glaube, das Level up kriege ich sowieso. Das ist Turbo Bag. Das auch. Large Items brauchen wir gar nicht, weil das Ding ist einfach essentiell. Gumballs feiere ich nicht so sehr. Perfekt. Also das Ding ist jetzt hier auf Ultra Dev eingestellt. Weapons Plattform. Was ist das? Das würde ich gerne mal sehen, auf jeden Fall. Was passiert mit der Kamera? Jo, die wird jetzt hier bearbeitet. Ah, nee, das war der Typ. Mann, ich dachte, das wäre Kanonade. Das ist krass, wenn er das Ding freest, Alter. Das merkt man ja sofort. So, was macht er denn? Haste an item. When you haste, heal. Ah, nee.
Ihr braucht Crit Haste, habt ihr gesagt, ne? Ammo Skills. Ammo Skills können gut sein. Wait. Oh, jetzt crittet der. Jetzt lade ich mehr nach. Use an Ammo Item. Burn 3. Das ist auch nicht schlecht, weil ich glaube, das ist egal. Aber der Burn könnte interessant sein. Weil 2 Ammo ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, ich kritte ja sowieso so oft, dass das Ding oben bleibt. Juckt Burn bei so viel Burst? Ja, das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Deine Messer gehen trotzdem leer. Na, dann probieren wir das. Dann nehmen wir noch den. Sextant ist gut. Der haste dann für 2 Sekunden. Das ist tatsächlich dramatisch besser. So, Repeater. When you use another ammo item, use this. Okay, das ist es, oder? Also das ist jetzt unendlich. Kann das sein? Weil wir nutzen erst das Ding. Dann repeatet er sich. Brauche ich dann jetzt noch die Piranhas? Weil ich überlege, das Bajonett trotzdem daneben zu machen. Also wenn ihr da steht, use this, ist das Bajonett daneben ja eigentlich nicht schlecht. Weil die wiederholen sich doch jetzt die gesamte Zeit, oder? Leute. Der Repeater kann critten, ja. Nur wenn der Repeater crittet, ja gut. Der hat halt 103% Crit Chance. Das ist schon, das ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass er crittet. Hat der Crit Chance, also das steht riesengroß und fett da. Also ich glaube, das könnte jetzt hier unendlich snowballen. Ich teste das jetzt. Wir gucken mal, ob das jetzt mit Eimer umfliegt alles. Achso, ich habe ein bisschen aufgeladen. 2 Striche. Jo, kein Ding. So, okay, Leute. Danke dir. Also ich brauche jetzt nichts mehr. Guck mal. Also das Ding feuert einmal los und es ist GG. Also der repeatet sich unendlich hoch. Und das ist unsere Schadenssteigerung. Das heißt, wir brauchen gar keinen Haste mehr. Wir brauchen nur noch Initial-Haste eigentlich. Richtig? Lifesteal noch. Ja, Lifesteal gibt es als Skill, aber ja, es ist übel teuer. Also es ist so ein 24 Gold Lifesteal. Okay. So. 10 Sekunden Freeze. Ja, das ist auf jeden Fall krass imbalanced, aber kann man sich nicht leisten. Ja, wir nehmen aber das Geld. Anti-Freeze Enchant, ja. Das können wir machen. Ich weiß nicht, ob ich das... Wenn ich das überlebe, habe ich gewonnen, ne? Wir gucken nochmal. Ja, ich glaube, das ist ein Bild, Leute. Also notfalls steigere ich hier meinen Schaden. Und dann ist eigentlich GG. When you upgrade an item, this gains 4 value. When you sell this, give the core. Ja, der Core interessiert mich nicht. Wenn ich das verkaufe, kriegen die Waffen plus 8. Jetzt ist die Frage, brauche ich den Sextanten noch, Leute?
Woher kommt der Reload? Also, der Reload kommt von, when you crit with an item, reload another item. Und die critten ja zu 100%. Ich überlege, wir brauchen das hier nicht mehr, weil das Ding hastet erst, wenn es losgeht. Aber wir brauchen ja kein Haste, weil die ganze Zeit funktionieren. Ich überlege, ob wir die 50 Damage hier nehmen. Wir brauchen kein Haste mehr. Holster wäre stark, ja. Aber ich glaube, das ist mein Traumbild. Leftmost Aquatic, das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, das ist gut. Kein 100% Crit mehr. Leute, seid ihr... Also das ist ganz schrecklich, wie unfassbar unintelligent ihr seid. Das ist ganz... Das tut richtig weh. We're out to dethrone a king. Not to squabble with no Leute, it hurts. It hurts my brain. So. Mal gucken. Also der hat starke Schilde, aber ihr seht... Boah, der hat gar keine Chance. Leute. Also das ist halt so krass, dass wir halt mit Silber-Items halt, mit diesen Silver-Skins, das ist halt einfach, das ist das GG-Bild. Wir feuern einmal und es ist vorbei. So, was will er? Oh, mehr Leben ist eigentlich geil. Aber eigentlich will ich mehr Level. So, ich könnte jetzt noch das Ding leveln. Oder noch so ein Messer kriegen. Das wäre das Beste. Nur Freeze kann ich fertig machen. Ja, Freeze ist immer schlimm. Vor allen Dingen so ein Initial-Freeze. So ein Initial-Freeze wäre immer das Schwierigste. Der ist sehr interessant, der Death Ray. Da gibt es ein Item, was sagt, wenn Items aktiviert werden, dann töte ich. Und dann zerstöre ich einen Gegenstand. Der hier. Destroy an item for the fight. When you use an adjacent item, charge this. Und ich glaube, ich charge dann die Waffe sofort hoch. Und dann ist GG. So. Wenn die Shield. Ja, das brauchen wir nicht. So, mehr Damage. Mehr Damage brauchen wir auch nicht. Skills würde ich immer nehmen. Skills sind einfach broken. First time you slow. Ne, wir slowen nicht. Rollen wir nochmal. Das hier sieht interessant aus. Crit Chance per Weapon. Also es gibt noch ein Item, was sagt, dass du mehr Crit haben kannst. Ja, aber wir können auch einfach Geld sparen. Also das ist alles Quatsch, leider. Gold-Tier-Items. Das könnte für ein Upgrade gut sein. Aber dann doch nicht. Das Ding ist halt cool, ne? Weil es gibt halt übelsten Damage. Und ich kann das noch verkaufen und das bringt mir was. Ja, ich glaube, der große Typ, der normalerweise immer sehr stark ist, macht es Sinn, mehr als 100% Crit zu haben. Ja, es gibt einen Gegenstand, der überschüssigen Crit in übelste Damage umwandelt. Guck mal, der hat ein 5000er Shield, wenn er das Ding benutzt. Aber er ist instant tot. Und das ist ein Meta-Bild, was übelst stark ist. Guck mal seine Schadenswerte an und der hat eine Sekunde Cooldown und macht 500 Damage. Und er hat verloren. Jetzt Sparring-Partner. Oh, das wäre geil, ja. Boah, Sparring-Partner wäre geil, weil das Bild ist durch.
Also das Ding scaled noch, aber das ist übel krass. So, hier können wir jedes Item im Bazar finden. Aber... der fliegende Teppich. When you crit, this gains 12 damage. Nee, also es hilft uns beim Burst nicht. Wir brauchen eigentlich nur noch Skills, ne? Ja, wir rollen mal nicht weiter. Machen wir den ja kaputt. Was macht der Trade? Du bist ein bisschen schnell. Alter, der ist einfach tot. Also das Bild ist halt einfach Wahnsinn. Oh, das ist wichtig. When you use an item, shield. Okay. Mhm. Slow skill weapon. Wir nehmen mal Geld. Haste item. So, jetzt könnte es interessant werden. So, der Sextant könnte besser werden. Der gibt doch dann mehr Crit. Das Holster. Das ist ja die Frage. Ist das Holster? Jetzt besser als das. Weil es fehlt zwar 5. Also wir nehmen es mal mit. That'll get you moving. Wir nehmen es mal mit und dann müssen wir mal gucken, ob es noch ein kleiner... Alter, was ist das denn? Aber das Ding crittet halt, ne? Und reloadet dadurch selbst. Ich glaube, wir probieren das mal. Kann ich mir das leisten? Ja, gerade noch so. So, also meine smallen Items kriegen jetzt alle sofort Haste. Die starten mit Haste. Und immer wenn ich critte, reloadet's sowieso. Alter. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber gucken wir mal. Also, wir starten mit Movement Speed. Ja, sieht nicht nach einem Fehler aus, würde ich sagen. Er hat kein Item benutzt. Der war jetzt nach einer Sekunde tot. Sah mir jetzt nicht nach einem Fehler aus. So, jetzt wird's wichtig. Oh, Enchanted Weapon with Lifesteal. Ja, das ist ja super. So, jetzt müssen wir mal gucken. Stopp. Enchanten. Wir enchanten jetzt das Ding hier, ne? Jetzt haben wir fast gewonnen. Weil das hält uns jetzt am Leben bei Bedarf. Und dann gibt es aber noch eine wichtige Verzauberung. Es gibt noch eine ganz wichtige Verzauberung. Und die heißt nicht einfrierbar. Oh, der hat mir ein Item weggeschossen. Das ist ein bisschen eklig. Das ist witzig, ja, das Ding. Das haben wir auch schon mal gespielt. Warte mal, der hier ist schon verzaubert. Also, der macht Haste, ja. Ja, Skills. Skills sind das, was uns noch was bringt. When you use an ammo item, slow an item. Das ist ja heftig. Ja, das ist gut. Das ist sehr cool, jetzt, Leute. Das ist sehr gut. Geht der Lifesteal nicht weg, wenn noch mein Schaden ist? Wir enchanten dann den Repeater. Guck mal, der hat ein starkes U-Boot, Leute. Aber... oh, er friert ein. Oh, der hat Permafrost. Oh, das ist krass. When you use an aquatic item, freeze. Das ist der größte Hyrule, den man haben kann. Das heißt, du kannst... es gibt so unique Items.
Und das ist broken as fuck. So, wir enchanten aber. Enchant with crit effect. Okay, das ist ärgerlich. Das ist das Schlechteste, was wir haben können. Kann ich das hier enchanten? Was passiert dann? Weapons to the left. Aha, okay. Aber hier weiß ich nicht, was passiert. Also Crit Effect brauchen wir halt nicht. Wir könnten halt sagen, wir nehmen das Ding später raus. Aber dazu bräuchten wir auf jeden Fall noch deutlich mehr Crit. Also deutlich, deutlich mehr. Aufs Nest nehmen. Also es gibt einen Gegenstand, der wie gesagt Overcrit belohnt. When you slow, haste a vehicle. Okay. When you poison, nope. When you use a weapon, oh, das ist gut. Use a weapon, haste another weapon. Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen, aber... Nochmal der? Ich weiß leider nicht, müssen wir was die Skills von denen bringen. Das macht die Max-Ammo. Na, da haben wir ja nochmal ein bisschen mehr Schüsse einfach. Er ist halt so schnell tot, Mann. Also wir haben kein Problem, Leute übelst schnell umzubringen. Wir brauchen halt nur das Enchant... Wir brauchen halt nur das, dieses Diamond Enchantment. When you slow your crit... Genau, das ist zum Beispiel krass, ne? When you slow your crit items gain crit. Aber wir brauchen eigentlich Freeze. At the start of each fight, one aquatic item. Ja, aquatic haben wir leider gar nicht. Ja. Hier können wir nochmal Ammo-Items suchen, aber brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Shields kriegen wir auch nicht wirklich. Ja, also wir dürfen einfach nur nicht eingefroren werden. So, das ist das Wichtige. Wie oft darf man verlieren? Na, man verliert immer Leben, abhängig von dem Tag. Aber man hat einen Rettungsschuss. So, der hier ist eigentlich sehr stark, aber er hat 24.000 Leben. Und ja, hat hier irgendwann mal den hier gemacht. Das ist krass, ne? Also wir kriegen trotzdem nicht die vollen Wins. Obwohl das schon sehr stark ist, obwohl hier Lifesteal und alles drauf ist. Gibt es dann trotzdem... Also ich meine, der hatte halt... Genau, 60.000 Leben oder so. So, keine Munition mehr. Ja, das ist auch schwierig, ne? Weil normalerweise mathematisch dürfte die Munition nicht alle gehen. Ne? When you use a crit item, reload another. Plus 2. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Ne? Aber vielleicht ist dann irgendwann doch ausgegangen. Vielleicht funktioniert es auch nicht richtig. Also das Spiel hat noch sehr, sehr viele Fehler. Aber das war ein sehr gutes Bild.